Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wieder im Zoo am Park und wir machen im Nachttierhaus weiter. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt demnächst abgeschlossen ist. Wir machen Innengehege immer sehr viel Spaß, auch hier das Nachttierhaus hat mir Spaß gemacht, aber ja, aufgrund dessen, dass es halt nur ein Nachttierhaus ist, also im Dunkeln keine Pflanzen wachsen können und so weiter, war es ein sehr monotones Bauen. Wie gesagt, Spaß gemacht hat's, aber ja. Heute sind wir beim Dachs angekommen, der auch wieder einen Innenbereich kriegt und einen kleinen Außenbereich. Wie gesagt, der Außenbereich macht mir da deutlich mehr Freude. Ja. Auch hier habe ich wieder diese runden Rigipswände verwendet. Ein Gläschen davor gesetzt. Da habe ich festgestellt, dass die Wände zu weit oben sind, musste mir die nochmal runterrutschen. Und was ich noch machen werde, ich habe jetzt teilweise diese Tierbauten eingefügt, die werde ich aber wieder rausschmeißen, einfach aus dem Grund, weil die Tiere eher in diese Bauten gehen, als ja, dass sie dann den Innenbereich zum Schlafen nutzen. Und das war ja eigentlich Sinn und Zweck dieses Nachttierhauses, dass das als Art Höhle funktioniert. Und als Rückzugsort für die Tiere. Ja, mittlerweile ist der Park leider so weit, dass ich die Grafik runterschrauben musste. Also in dem Video noch nicht. Ich glaube, das ist dann ab den Rentieren dürfte es sein. Weil leider Gottes das Ganze sehr leckt und ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach dann anstrengend zu bauen. Deswegen hatte ich jetzt erstmal die Grafik runtergeschraubt, weil ich eigentlich noch weiterhin auch gerne Besucher dort hätte. Schauen wir mal, wie lange das noch gut geht, weil mein Plan ist ja noch, diesen Bärenfels zu machen. Für ja, dann war ja der Wunsch oder die Frage nach einer Affeninsel, die ich halt auch gerne machen würde. Und ja, ein Tropenhaus eigentlich auch noch. Also so. Ob das fertig wird mit diesem PC, weiß ich nicht. Oder ob ich mir doch auf Dauer dann was Besseres anschaffen muss, das wird sich noch zeigen. Lust, mir einen neuen zu kaufen, habe ich keinen. Aber ja, das Projekt hier liegt mir schon am Herzen und ich hätte diesen Zoo gerne dann irgendwann fertig. Im Zweifelsfall werde ich einen neuen Zoo anfangen und den erstmal auf Eis legen. Und dann schauen, sobald ein neuer Rechner da ist, dann dort weiterzubauen. Ja, hier seht ihr, das hatte ich die letzten Videos immer nicht gezeigt, also die Innenbeleuchtung ist eigentlich dieses, diese Umgebungsbeleuchtung, die setze ich einfach unter die ja, anzuleuchtenden Objekte. Ich habe hier innen drin nochmal diese Stalagniten und Pilzchen und sowas verteilt, dass das einfach noch mehr nach Höhle aussieht. Und jetzt kommen wir in den schönen Außenbereich. Zum Glück passten diese ganzen Durchgänge sehr gut. Ich habe immer den gleichen verwendet, also die gleiche Schleuse. Hat aber immer funktioniert, problemlos von der Größe her. Ja, hier wollte ich noch ein bisschen Spielsachen unterbringen, wie gesagt, damit sich die Tiere auch dort aufhalten im Nachttierhaus. Und hier, das hatte ich bei der Lady Designer in ihrem Franchise-Mini-Zoo gesehen. Sie hatte diese Wassertröge ein bisschen eingebaut. Das hat mir ganz gut gefallen und dann habe ich halt den für außen auch nochmal verwendet. Und wie gesagt, den Tierbau, den ich jetzt hier unterbringe, der wird noch, also wird noch ausgelöscht. Da verzichte ich komplett drauf. Ja, hier wollte ich ein Fässchen bauen, habe es aber absolut nicht hingekriegt. Das heißt, ich verwende dann im Prinzip wieder die Kletterstrukturen, die ich auch schon bei den Waschbären verwendet hatte. Irgendwann kriege ich das auch nochmal hin mit so einem Fässchen. Aber gut. Ja, das ist auch wieder ein sehr knappes Video. Ich gehe an der Stelle, würde ich mich jetzt verabschieden und die letzten 2 Minuten lasse ich euch mit dem Video alleine. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal bei den Erdferkelchens wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Mi scuola se la faccio, non si so, vaga.